Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin immer noch in Taiwan und ja, ich bin heute in einem In-vitro-Pflanzenlabor und was da alles so gemacht wird, das schauen wir uns jetzt mal an. So, hallo, ich gebe euch mal Ton. Hallo Sascha, welcome to New Green Bioarchitect. And this is our lab. If you want to check around. Yeah, sure. Okay, dann gehen wir mal rein und schauen mal, was da alles so gemacht wird. Okay. And this is our tissue culture department. Yeah. So if you have any questions, just let me know. Okay. So, dann würde ich sagen, führe ich euch mal rum. Also dieses In-vitro-Labor hier gibt es seit ungefähr einem halben Jahr und hier wird halt an In-vitro-Pflanzen geforscht. In-vitro-Pflanzen, wer es noch nicht kennt, das sind Pflanzen, die steril und unter Laborbedingungen gezogen werden auf einem Nährmedium, also nicht auf normalen Pflanzensubstrat. So wie jetzt hier zum Beispiel diese Anubias, die ihr jetzt hier seht. Da ist unter anderem die Anubias Snow White und die Coin. Der Vorteil von den In-vitro-Pflanzen ist, dass man halt keimfreie Pflanzen hat, frei von Pestiziden, frei von irgendwelchen Parasiten und so weiter und so fort. Ja, und diese Firma hat sich auf nicht nur Aquarienpflanzen, sondern auch auf essbare Pflanzen, wie zum Beispiel hier diese Papaya oder zum Beispiel Tomatenpflanzen oder auch, ja, sehen wir gleich nochmal, Erdbeeren spezialisiert. Und die forschen daran, dass man halt ja diese Pflanzen, diese essbaren Pflanzen auch so kultivieren kann, dass man halt immer die besten Ergebnisse hat. Da sieht jetzt Erdbeeren zum Beispiel. Finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Sache, sehr spannende Sache. Aber warum wir überhaupt hier sind, ist, wir bekommen heute mal gezeigt, wie solche In-vitro-Pflanzen ja kultiviert werden, beziehungsweise wie das Ganze passiert, dass man die halt in diese Becher da reinbringt, wie man die ja vermehrt und so weiter und so fort. Davon kriegen wir diesmal hier exklusive Einblicke und ja, die seht ihr jetzt. So, bevor wir gezeigt bekommen, wie das Ganze überhaupt gemacht wird, zeige ich euch erstmal, aus was dieses Nährmedium besteht. Das Nährmedium besteht aus Wasser, Zucker, Pflanzenhormonen, also Wachstumshormonen und in dem Fall, wo das Schwarze da ist, auch Aktivkohle. Auf dem Substrat wachsen dann die Pflanzen, beziehungsweise ziehen ihre Nährstoffe. Das ist dann im Prinzip dasselbe, wie als würden sie aus der Erde ihre Nährstoffe ziehen, nur halt, dass sie halt ja, keimfrei und unter sterilen Bedingungen in diesen kleinen Töpfchen da wachsen. Hier seht ihr jetzt noch eine Pflanze, die da drinnen schon ja, gut durchgewurzelt ist. Übrigens verbrauchen die Pflanzen dieses Nährgel auch, also das wird immer weniger, die Wurzeln werden immer mehr, seht ihr ja auch dort. Und es ist nur auf eine bestimmte Zeit da drinnen ja, kultivierbar. Also man muss die Pflanzen innerhalb von ein paar Wochen dann ja, in die Erde bringen. Da sieht man es jetzt nochmal, das Nährgel ist fast aufgebraucht. In dem Fall handelt es sich so einen Test, da wird getestet, wie lange dieses Nährgel hält, bis die Pflanzen halt ja, ausgesetzt werden müssen. So, und jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze gemacht wird, wie die Magie da passiert. Dieser Kasten, den ihr da seht, ist übrigens ein Sterilraum. Da ist Luftabzug und ja, der ist komplett keimfrei. Der Kollege desinfiziert sich gerade erstmal komplett die Hände. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, weil er da jetzt mit den Händen auch gleich reingeht. Wie gesagt, da ist sterile Luft drin und alles, was da drin passiert, passiert unter wirklich 100% sterilen Bedingungen. Ihr seht, der hat da so eine kleine Petroleumlampe, die wird jetzt angezündet. Dadurch wird mit Hitze das Werkzeug desinfiziert. Also ihr seht, er nimmt die Pinzette und führt die da drüber. Durch die Hitze werden die Bakterien und Keime abgetötet. Und dann steckt er sie in so ein Gerät. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich habe es leider nicht verstanden. Es scheint mir so eine Art Ultraschallbad nochmal zu sein oder sowas, wo halt wirklich auch die letzten Keime und Bakterien abgetötet werden. Also dass da wirklich nichts von außen mit reinkommt. Ist auch ganz wichtig, weil sobald da irgendwelche Keime mit reingekommen, ist das In-vitro-Döschen ja unbrauchbar, weil es halt kontaminiert ist. Hier sieht man nochmal ganz deutlich, wie penibel da wirklich auf die Sterilität geachtet wird. Selbst das frisch ausgepackte Skalpell, also die Skalpellklinge, die er da gerade auspackt, selbst die wird nochmal ja, mit Hitze desinfiziert und keimfrei gemacht, beziehungsweise auch nochmal mit diesem Ultraschallvernebler, der daneben steht, auch nochmal keimfrei gemacht, um wirklich 101% sicher zu sein, dass da nichts von außen an Keimen oder Bakterien mit in diese ja, In-vitro-Boxen mit reinkommt. Ja, nachdem alle Werkzeuge sterilisiert sind, nimmt er sich so eine Unterlage, ich weiß jetzt nicht genau, was es ist, es scheint irgendeine sterile Unterlegplatte oder Plastikplatte zu sein. Diejenigen, die da mehr Ahnung haben, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin mir gerade nicht sicher, was es genau ist. Ich schätze mal, dass es eine sterile Unterlage einfach ist, dass er das Ganze nicht auf dem blanken Metall da jetzt machen muss. Ja, das wird erstmal vorbereitet. Dann wird wieder die ja, Petroleumkerze angemacht oder Alkoholkerze, denke ich mal, ist es eher. Selbst der Deckel, der Zune-Deckel wird nochmal desinfiziert, dass da wirklich nichts dran kommt. Was da drin ist, kann ich auch nur vermuten. Das sind, glaube ich, sterile kleine
Pads, einfach um auch nochmal sicher zu gehen, dass da 100% rein steril gearbeitet wird, worauf dann später auch die Pflanzen drauf zerschnitten werden, beziehungsweise ja, geteilt werden. Das ist, wie gesagt, auch nochmal alles komplett steril. Danach wird auch nochmal wieder mit Hitze desinfiziert. Also es ist schon echt erstaunlich, wie krass da wirklich auf die Reinheit geachtet wird. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, er hat bis jetzt noch nichts außer dem Werkzeug mit den bloßen Händen angefasst. Also wirklich sehr, sehr vorsichtig wieder gearbeitet. So, und jetzt geht's an die Pflanze. Hier zeigt er uns anhand einer ja, kleinen Anubia. Ich meine, es ist eine Anubia Petit oder Bonsai, denke ich mal. Könnte sein, ich sehe es gerade nicht richtig. Daran zeigt er uns jetzt, wie das Ganze ja, geteilt wird. Dadurch wird jetzt erstmal wieder die Dose desinfiziert. Das ist auch... Also ich finde es richtig, richtig faszinierend. Es wird komplett jeder einzelne Arbeitsschritt mit Hitze desinfiziert, dass da wirklich kein kleines Staubkorn oder sonst irgendwas mit drankommt. Ihr seht ja selbst das Gewinde von den Deckeln. Ja, danach wird die kleine Anubia auf dieses Pad da gelegt. Und ja, anschließend wird dieses kleine Stück Anubia, was jetzt ja schon sehr, sehr klein ist, von ihm ja mit dem Skalpell am Rhizom. Das Rhizom ist ja... Ja, das ist der Teil von der Anubia, wo die Pflanze rauswächst, beziehungsweise wo man die Pflanze teilen kann, in kleine ja, Stückchen geteilt, also zerschnitten. Wirklich in sehr, sehr kleine Stückchen. Also ich hätte nicht erwartet, dass die Stücke, die er da jetzt in den In-Vitro-Becher später reinsetzt, so klein sind. Ich war eigentlich erst der Meinung, dass die ja maximal in der Größe da ja, reingesetzt werden. Aber schaut euch mal an, wie klein die ja, Rhizom-Partikel oder ja, Rhizom Teile sind, die er dann später in ja, dieses In-Vitro-Gefäß mit einsetzt. Also das sind wirklich, er hat jetzt aus dieser kleinen 1 Cent großen Anubia-Stück, macht er jetzt, ich glaube, 6 Teile oder so. Ist schon echt faszinierend, wie widerstandsfähig so eine Pflanze ist, beziehungsweise aus was für kleinen Partikeln eine neue Pflanze wieder wächst, oder? Was sagt ihr dazu? Hättet ihr erwartet, dass das so kleine Stücke sind? Also ich hätte es nicht erwartet, ich hätte gedacht, die wären größer. Ja, nach dem Teilen oder ich nenne es einfach mal Sezieren der Anubias, ja, wer hätte es erwartet, wird wieder alles desinfiziert. Das hat damit zu tun, dass die Pflanze ja selbst auch Keime bzw. Bakterien in sich hat, die natürlich jetzt auch wieder ja, desinfiziert werden müssen, beziehungsweise vernichtet werden müssen. Das macht er jetzt natürlich auch wieder mit allen Werkzeugen, die mit der Pflanze in Berührung gekommen sind, bevor es dann zum nächsten Schritt weitergeht und zwar zum Einsetzen in den In-Vitro-Becher. Der wird natürlich, wie auch nicht anders erwartet, auch wieder erstmal komplett desinfiziert. Da seht ihr es auch wieder, erstmal der Deckel und dann anschließend das Gewinde von dem ja, Behälter. Übrigens habe ich euch ja schon mal am Anfang gesagt, das Nährgel besteht aus Wasser, Zucker, Pflanzenwachstumshormonen und Nährstoffen für die Pflanzen. Ja, als es dann desinfiziert wurde, nimmt er sich mit der Pinzette diese einzelnen kleinen Stücke, diese Rhizomstücke, und steckt die in dieses Nährgel rein. Dabei achtet er darauf, dass er ja, erstens mal die richtige rum reinsetzt. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass die Blätter nach oben sind und das Rhizom nach unten, sodass natürlich das Rhizom in diesem Gel festwachsen kann. Und dass der Abstand zwischen diesen kleinen Pflanzenpartikeln groß genug ist, sodass die Pflanze dann später auch gut da drin wachsen kann und sich ausbreiten kann. Weil wenn die nämlich zu eng aneinander sitzen, ist halt das Problem, dass sie sich halt gegenseitig überschatten würden und dadurch halt nicht richtig wachsen würden. Ich finde es auf jeden Fall immer noch sehr erstaunlich, wie klein diese Partikel sind, wo dann wirklich später die In-Vitro-Pflanzen rauswachsen. Also, ja, ihr seht es ja, da wird auch wieder mit höchster Präzision, taiwanesischer Präzision gearbeitet und, ja, die Pflanzen da eingesetzt. Da seht ihr es jetzt, anschließend wird auch nochmal wieder alles desinfiziert. Er hat nämlich jetzt mit der Pinzette natürlich wieder die Pflanzen berührt. Dadurch ist die Pinzette wieder kontaminiert und fürs nächste Mal wieder unbrauchbar. Deswegen wird sie nochmal, ja, desinfiziert. Anschließend dann nochmal der Deckel bzw. das Gewinde desinfiziert und dann wird dieses Gefäß zugemacht. Natürlich wird der Deckel auch noch desinfiziert. So, und somit habt ihr jetzt einen kompletten Arbeitsschritt mitbekommen, wie eine In-Vitro-Pflanze ja, geteilt wird und in ihr Töpfchen kommt. So sieht das Ganze dann am Ende aus. Sehr, sehr unscheinbar, sehr, sehr klein. Ich würde mal behaupten, 150% steril. Und ja, es wird natürlich nicht in irgendeine Ecke gestellt, sondern wird da vorne in diesen Trolley gestellt, wo halt eine starke Beleuchtung drüber ist und das Ganze 12 Stunden am Tag beleuchtet wird und dadurch dann schön wachsen kann. Und jetzt schreibt ihr mir mal in die Kommentare, hättet ihr euch vorgestellt, dass es so aufwendig ist, In-Vitro-Pflanzen herzustellen? Ja, nach der Laborbesichtigung sind wir dann noch zum nahegelegenen Weltraumbahnhof gefahren, um ja einen kleinen Space-Shuttle-Ausflug zum Mars zu machen.
Nein, ist natürlich nur Spaß gewesen. Wir sind nochmal ins Gewächshaus von der Firma gegangen, um uns nochmal anzuschauen, an was ja diese Firma sonst noch so forscht. Das zeigen wir euch nämlich jetzt. Aber vorher mussten wir erstmal durch ja, eine Desinfektionsschleuse. Zum Glück wurden wir nicht wie bei den In-vitro-Pflanzen irgendwie mit ja, in der Flamme geröstet, sondern wurden einfach nur ja, so desinfiziert, wie ihr jetzt hier seht. So, das ist jetzt die Schleuse. Wir werden die jetzt auch benutzen. Tür auf. Okay, und jetzt werden wir erschossen. Oder? Wahrscheinlich, ja. Löcher könnte man auch für was anderes benutzen, ne? Okay. Jetzt sind meine ganzen Haare durcheinander. So, nach der Schleuse sind wir dann zum Gewächshaus der Firma noch gekommen und da drinnen stehen wirklich Tabakpflanzen. Hat mich sehr gewundert, hat aber den Hintergrund, dass die Firma auch noch daran forscht, an Gendefekten bei Pflanzen. Diese Tabakpflanzen haben Gendefekte und sind dadurch nicht so ertragreich wie eigentlich ja, erwartet. Und die forschen daran, wie man diese Gendefekte halt verhindert, beziehungsweise wie man die Pflanzen so stabilisiert, dass sie halt diesen Gendefekt nicht ausbilden. Und ja, wahrscheinlich wird das Ganze auch noch in vitro Version bald irgendwie gepflanzt. Also ich habe es nicht so ganz verstanden. Was ich aber verstanden habe, ist, dass es dort eine Pflanze gibt, die nach Auster schmeckt. Ja, kennt ihr die? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir haben die auf jeden Fall mal probiert und ja, das Ergebnis seht ihr jetzt hier. Das schmeckt wie Das ist Austerblatt. Schmeckt wie Auster, okay. Wisst ihr? Ja. Ja. Okay, das ist jetzt wohl eine Pflanze, die wie Auster schmeckt. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie Auster gegessen. Okay. So, wir probieren jetzt Austernblatt. Du probierst zuerst. Okay, ich probiere zuerst. Ich habe noch nie Auster gegessen, deswegen. Schmeckt nach Auster. Okay, jetzt probiere ich mal. Geht schon. So, jetzt probiere ich mal. Ja, also wenn Auster so schmeckt, schmeckt es eigentlich ganz gut. Ja. Übrigens, dieses Gewächshaus hier ist komplett hermetisch abgeriegelt von der Außenwelt. Das heißt, es hat ein komplett eigenes Klima drin. Daran wird halt, ja, wie gesagt, geforscht an irgendwelchen Gendefekten oder sowas. Und wir haben jetzt gleich nochmal ein Gewächshaus gezeigt bekommen, was unter natürlichen Bedingungen, ja, existiert. Und das Ganze findet hier in diesem Bereich, beziehungsweise in diesem Gewächshaus hier statt. Das ist ein Gewächshaus, was, ja, überdacht ist, klar. Da vorne seht ihr Ventilatoren, da wird Frischluft von draußen reingeblasen und ja, da seht ihr unter anderem Tomaten, Bohnen und irgendwelche Gemüsepflanzen. Also das Große hier ist eine große Bohnenranke und da wird halt geforscht durch Umweltbedingungen, was dort für Schäden an Pflanzen passieren kann und so weiter und so fort. Da können auch aufgrund dieser Wand, die da hinten ist, die ihr seht, da können verschiedene ja, Luftfeuchtigkeiten und verschiedene Wetterbedingungen erstellt werden, wo halt getestet wird, ob die Pflanzen darauf irgendwie reagieren oder wie man halt das Wachstum verbessern kann, so wie ich das verstanden habe, schätze ich mal. Also da wird, wie gesagt, geforscht, wie man essbare Pflanzen und Gemüse halt besser anpflanzen kann und ja, dadurch halt mehr Ertrag bekommen kann. Das sind, wie gesagt, Tomatenpflanzen, da wird auch dran geforscht, die sind noch relativ klein und das halt alles mit natürlichen Bedingungen. Auch ziemlich interessant, sowas mal zu sehen. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was lernen können. Ich würde sagen, wir fahren jetzt zum nächsten Drehtermin hier in Taiwan und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss!